The European gang plans to hit a bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Cool. Ja, dann bringen wir die doch einfach alle um. Mike Griffin is working on an advertising board in Washington. 9 minutes to kill, was? Ja, komm, halt nicht. Was? Kein richtig gutes Auto. Was bist du? Ne, komm, wir nehmen hier wieder so einen Jeep Truck. Tatsächlich, das. So eins. So einen roten, vercrackten Shit-Jeep. Zusammen mit, eine Corvette. Das wären meine beiden Favorite Autos. Mehr bräuchte ich auch nicht. Was? Wo bist du denn? Get off the road, old man. Hallo? Hä, wo parkt der? Der da? Ist es der Mann? Ja, ne? Okay, nein, das ist einfach random Cash, was ich jetzt gesammelt habe. Oder ist es einfach der Ort, oder was? Was will das Spiel schon wieder von mir? Warum macht das immer so alles so kompliziert, ey? Stand da nicht, he's working on a advertising board? Das Advertising Board da? Das da hinten? Komm, wir bringen ihn einfach mal hier alle um. Nee. Da! Oh, sorry. Das ist das Advertising Board, I guess. Oder? Okay, er war es auch nicht. Ich apologize. Sorry for killing you. Das ist er, oder? Wo ist er denn jetzt hin? Okay, ganz kurz Cash collecten. Ne, Geld ist Geld, sag ich immer. Also, sorry, aber ich bin mal wieder completely perplex. Naja. Okay, den habe ich schon auch umgebracht. Hä, was? Ah! Was ist denn los? Was ist denn jedes Mal los? Sag mal. Da, das da oder was? Wo ist er denn working? Where you at? Where you at, bro? Es gibt einfach zu viel Advertising Boards. Soll ich das Board kaputt machen oder was? Nee. Little bit drunk, man. Ja, ja, verstehe ich. Alles gut. Hatte ich gar keine Sorgen. Nee, also so wird es auf jeden Fall nix. Aber. Die Frage ist ja, warum nicht? Guck mal, ich stehe auf ihm. Ah. Das ist ja so dumm. Warum ist das denn so? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Soll ich einfach mit meiner Sniper-Rifle ihn umbringen, wenn ich ihn sehen würde vor allem, aber... Ja, in dem Fall ist eine Palme natürlich nicht ideal. Okay. So, Headshotting. Bla bla bla. Easy. DB. Security in Ocean Drive, okay. Klar, mache ich gar kein Problem. Hier war aber wieder mein Lieblingsauto. Ey, das wird ja wohl gar nichts. 8 Leute sind das, ne? Tür zu, danke. Okay. Okay, wir chillen jetzt einfach mal kurz. Okay. So. Da. Entschuldigung. Tut mir voll leid. Das wollte ich nicht.
Das hörte ich auch nicht. Ja, läuft mäßig. So. Einmal um die Ecke bitte. Hup, hup. Danke. Na egal, wir können ja mal gucken, weil beim nächsten Mal können wir es easy hinkriegen. Der arbeitete bei der Security, stand da, ne? Okay, stopp. Entschuldigung. Ja, aber wenn... Springen ist auf jeden Fall auch nicht das Smarte. Scheiße. Okay. Da rastet die Polizei dann nicht aus, oder was? Nein! Palme! Palme! Oh Gott. So. Excusez-moi. Ich muss ja immer um die Ecke. Entschuldigung, ich muss nur kurz den Typ hinterherfahren und dann umbringen, aber ansonsten passt eigentlich alles bei mir. Okay. Das sollte nicht allzu schwer sein, apparently, weil... He dumb. Okay. Krieg ich da noch eine Menge Cash, ist das ja wohl die Frage. Ich glaube, er fährt jetzt schneller, weil irgendwie ist ihm mysteriöserweise aufgefallen, dass er verfolgt wird, was natürlich fragwürdig ist, warum er das einfach so weiß. Nein, komm schon! Ja, ich meine, take it easy, Officer. Ist doch alles gar kein Problem. Nur weil jemand ein bisschen geschossen wird, ist doch normal in dieser Stadt. Wenn ich schieße, dann schieße ich links raus, ne? Das nervt halt. Wie geht auf der Road? Okay. Also die ersten Sachen muss ich auf jeden Fall schneller erledigen, weil das wird nix. Geil, warte, vielleicht kriege ich die... Nein, ach, falsche Gun. Ach, ich dachte, ich krieg die Reifen. Die vorderen. Dann muss er nämlich stehen bleiben, der Arme. Okay, in meinem Auto geht es jetzt auch nicht blendend, würde ich mal sagen. So, der fährt auch hier bestimmt wieder rein. Ja, ja. Dachte ich mir doch. Ich dachte, der bleibt wieder schön stecken, aber natürlich nicht. Alter, acht Leute, das ist echt not a piece of cake. Aber es macht Spaß, ich finde es irgendwie ganz geil, dass jedes Ding irgendwie was anderes ist. Hm? Was ist denn da passiert? Mal wieder. So. Hä, was? Okay. Okay. Near the jewelry shop, okay. Ach, egal. Ich dachte, vielleicht kriege ich da noch Geld raus oder so. Okay, er ist late für Tennis. Das tut mir natürlich leid. Raus da. Sorry. Aber wo wollen Sie hier um 3.39 Uhr bitte alle hin? Was geht ab? Was ist los mit den ganzen Leuten? It's just a nightlife city, I guess. Nein, 58. Scheiße. Ich will wenigstens noch sehen, wo das ist, damit ich das alles antizipieren kann. Aber die Reifen von denen abzuschießen ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und ich wünschte, dass es jedes Mal mir einfach so den gelben Strich zeigen würde. Okay. Boah, das ist aber weit. Okay, ja, ich wollte es gerade ansprechen, aber mache ich vielleicht wieder nicht. Gerade sagen, ob wir darüber reden können, wie smooth ich bitte gerade fahren soll. Ausnahmsweise mal. Aber. Ach nee, hier ist mein Ort des Hasses. Fuck. Nein, du Torst. Jesus Christ. Excuse me? Kannst du nicht einfach so auf mich schießen? Nein, die wissen schon Bescheid, ne? Naja, confirm halt. Die guten Alten. Ja.
Ja, gar kein Problem. So, wir brettern jetzt dahin, so schnell es geht. Mit. Ja, komm, unserer kompletten Schrottkarre, dann holen wir uns die nächste. Hauptsache, es geht schnell. Hallo, Officer. Wir haben nichts Böses vor. Wir sind ganz normale Bürger. Guck mal, ich stelle hier mein Auto hin, damit es andere Autos aufhält. Und dann hole ich hier meine Schnäppe Raffel. Wo ist der Typ? Da. So, das war's. Und ab zu Dick Tanner. Achso, jetzt habe ich natürlich kein neues Auto. Na egal. Machen wir dann. Machen wir später, das wird schon. Wir brauchen echt vorher ein anderes Auto. Was fahrt ihr? Nee. Nee, das geht auch nicht. Taxi auch nicht. Das wäre es gewesen, oder? Das ist die Polizei. You get out of the way. Das ist es. Wenn die Polizei jetzt noch wegfährt, macht sie nicht. Aber egal, der eine Stern, den gönnen wir uns. Ups. Okay, alles kein Problem, aber. Zack, und Problem hat sich in Luft aufgelöst. Ich brauche mehr Sterne. Ich krieg einer direkt immer an der Polizeistation vorbei. So machen wir das gerne. Nein! Ah, warte kurz. Stopp. Wähl sie doch dann aus. Oh Gott, du bist so ein Horst, Tommy, ey. Ja, gerne du mal vielleicht eher out of the sidewalk. Warum sehen die mich denn immer alle? Ja, aber eigentlich, wenn ich den da so einenge, dann funktioniert es schon ganz gut. Wegen dir sterben hier so viele Menschen, weil du so völlig insane fährst. Ja, okay. Ich fahre ja nicht insane. So, excuse me, I need this car, please. Thank you. Ja, das ist auch nicht the first time I've been lost. Leider. Guck mal, da ist er wieder dagegen gefahren, du dumme Idiot. Alles cool, alles was ich von dir will, ist dein Leben. Mach dir gar keine Sorgen, Mann. Aber fahr vielleicht auch einfach jetzt mal irgendwo rein. Ich nervt halt, also, oh, ja, Alter, ich hab's verstanden, Auto. Verstanden, dass du Schwierigkeiten hast. Ich finde, es ist so nervig, dass du aus dem Auto halt gar nicht zielen kannst, sondern einfach. Okay, wieder. Halt einfach nur ganz normal zur Seite schießen, was natürlich schwierig ist. Scheiße, ey. Ja, wir hätten ihn, also nächstes Mal, again, einfach wirklich von Anfang an direkt zuparken. Ich komme halt nicht dazu, wenn ich jetzt aussteige, dann kann ich auch nicht auf die Reifen schießen, weil der dann nicht schnell genug sein wird. Ja, geil. So, jetzt aber. So, nimm bitte die Kruger und schieße auf alle die hier und schieße einfach, ist mir egal, dann schieß halt nicht so. Oh, Alter. Alles, was ich wollte, ist schießen. Okay, dem Auto geht's aber auch nicht gut. Okay, die nächsten sind ja zu zweit. Das heißt, dann fehlen mir eigentlich nur noch. Guck mal, Mr. Policeman, was hier abgeht. Bin hier permanent unter den schlimmsten Bedingungen, muss ich hier versuchen, meine Mission zu vollführen. You know what? Did I get him? Geil. Geld. So. Ihr seid wirklich für mich alle Idiotas. So.
Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das beste Auto dafür, aber egal. So, den parken wir nämlich jetzt auch einfach mal zu. Puh, 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 4 Minuten. Also 2 sind down, 2 kommen jetzt. Oha, aber dann bin ich ja gerade mal bei 4. Wie soll ich das denn im Leben schaffen? Man muss die halt echt, man darf die überhaupt nicht anfangen zu verfolgen. Das ist ja Quatsch. Hat er gesagt 8? Ja, ne? Es waren 8. Okay. Okay, 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 okay. Stopp, stopp, stopp. Ich will ein besseres Auto. Oh, okay, dann nehme ich das. Obwohl, das ist eigentlich ein gutes Auto, um eine Einfahrt zu verstellen, weil es echt sehr groß ist. Und der andere schießt dann sofort auf mich. Okay, chill doch mal. Ja, die haben wahrscheinlich schon irgendwie auch alle mitbekommen, dass sie jetzt alle nacheinander erledigt werden. So. Ja, ja. Macht ja nichts, ne? Hallo, Polizei. Ciao, Polizei. Machen Sie sich gar keine Sorgen wegen mir. Wo haben Sie mich denn gesehen, ey? Warte, stopp, stopp, stopp. Was? Okay, der andere ist gone. Nein, stopp. Du fährst mich A nicht an und B. Don't try anything stupid. Ja. Ah, scheiße. Na egal. Free Guns sind uns jetzt egal. Aber weißt du überhaupt, wo ich denn lang fahre? Es ist, als würde er mich tracken können. Which is not okay. Fuck einfach alles. Ja, 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 ja. Ich hab's ja schon verstanden. Ich finde das scheiß Auto auch noch an zu brennen wahrscheinlich. Ich nehme jetzt dein Auto. Okay, vielleicht doch nicht. Tommy, fahr! Kein Problem. Okay, was ist, wenn ich jetzt andersrum fahre und quasi entgegenkomme? Nee, mache ich das jetzt überhaupt? Ach, was weiß ich. Doch. Ey! Das regt mich an, das ist so krass auf. Ja, geil. Das habe ich mir jetzt vorgestellt, wie beim Autoscooter. Ganz ehrlich, ich will euch alle nicht umbringen, aber ihr steht halt wirklich so dumm im Weg immer. Scheiße, das ist die Zeit um. Stoppen Sie Ihr Auto! Okay, die Polizei ist wieder absolutely not interested. Was? Warum schießt er denn nicht? Ach so. Ach so, ist einfach der Side View. Alter, kommt klar, bitte. Warum schießen wir jetzt aber da nicht mal, bitte? Kein Grund, komplett durchzudrehen. Kann ich auf der anderen Seite rauskommen? Ja! Ach, das geht doch! Ach, beste Leben. Okay, okay. Aber you know what? Nee, stopp. Aber da habe ich ihn noch bekommen. Naja, okay, Mission failed, Mission. Ja, meine Güte. So, komm, wir versuchen es noch einmal. Einmal für heute und ansonsten holen wir uns wie immer ein kleines Hidden Package. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Okay, ist mir egal, ich kill die einfach. Say no more. 9 minutes to kill all members. So, jetzt habe ich natürlich mal wieder gesleased. Mann, warum speichert das immer den Zustand meines komplett
fuckt Autos, aber nicht die Farbe. Das ist auch geil. Okay, komm, stopp, stopp. Sorry, war nicht so gemeint. So, nein. Oh, wie froh bin ich um diese Sniper-Rifle. So. So, diesmal machen wir es richtig. Wir machen es auch mit dem Auto, sonst ist es scheißegal. Wir fahren einfach schnell hin. Zack, 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 stopp. Achtung, Achtung. Das ist wirklich mein favorite Move. Vor allem, weil sie noch so zögern und dann halt trotzdem sich überfahren lassen. Das ist einfach not very smart. Ja, guck mal, da kommt man nämlich, oder? Hier. So, Mr. Dick Tanner. Ja, genau. Und zack. Nein, nein, nein! Ach, das ist genau das, was ich nicht wollte. Weil ich schnell genug bin und dann aussteige. Okay, 13 Lebenspunkte. Und er ist nicht dann gestorben? How? Mr. Dick Tanner. How did you not die? How did you survive? Okay, oh, jetzt will ich die... Kann man die Mission nochmal starten? Weil ich glaube, man soll es so nicht machen. What is supply and demand? I'm scared, dass wir dann... Na egal, komm. Mr. Tommy Versailles. Ja, ja, dies, das, bla, bla, bla. Okay, also wir sollen es eigentlich von niemandem sehen lassen. Also ich habe das Gefühl, ups, dass wir falsch fahren. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass wir... grundsätzlich stealthier sein soll. So, indem wir zum Beispiel eine brennende Karre haben und dann noch 17 Lebenspunkte haben. Das ist die Art von Stealth, von der ich gerne rede. Ach, don't mind me. So. Ja, ja, meine Güte. Passiert.